Hallo und herzlich willkommen in meiner Küche. Ich bin die Dani und heute gibt es einen Food Haul. Wir sind 5 Personen im Haushalt, 2 Erwachsene, 3 Kinder und dieser Einkauf, der reicht meistens für einen Monat. Es ist so, dass ich wirklich alle Grundzutaten wie Reis und Nudeln und Gemüse und so weiter eigentlich schon vorrätig habe und damit frisch koche. Ich war im Aldi und im Lidl und die Preise der einzelnen Produkte werde ich euch irgendwo einblenden. Fangen wir einfach mal mit dem Aldi-Einkauf an. Und zwar habe ich einmal mitgenommen eine Erdbeermarmelade oder Erdbeerkonfitüre von Grandessa. Haben wir eigentlich immer im Haus. Ich versuche es zu vermeiden, dass meine Kinder zu viel Aufstriche essen, wie zum Beispiel Nutella und solche Sachen. Aber ab und zu darf es auch mal sein, am Wochenende oder so. Und Marmelade biete ich denen dann als Alternative an, auch wenn da sehr viel Zucker drin ist. Trotzdem, man will den Kindern ja nicht alles verbieten. Ne? Ja, und manchmal mische ich auch ein bisschen Marmelade in normalen Naturjoghurt statt Zucker, damit der Joghurt einfach so ein bisschen Geschmack bekommt. Als nächstes habe ich mitgenommen 2x Apfelmus. Apfelmus könnte ich auch selber machen, aber so auf die Schnelle, wenn es mal schnell gehen muss, dann habe ich immer welche auf Vorrat und wird gerne gegessen bei Milchreis, Grießbrei und so weiter. Als nächstes habe ich mitgenommen Mais, Sonnenmais, zart und jung und natursüß von Gartenkrone. Habe ich auch immer da, weil wir Mais sehr gerne essen als zu Abend oder ich mache mir gerne einen Salat. Und hier ist noch eine Dose und dazu kaufen wir Thunfisch im eigenen Saft und Aufguss von Amanda. Da habe ich auch mehrere mitgenommen. Wie gesagt, haben wir immer da und Thunfisch kann man dann auch natürlich in den Salat mischen. Und was ich gerne mag, sind Oliven. Das sind Hoji Blanca, spanische geschwärzte Oliven, entsteint auch von Gartenkrone. Und die mache ich gerne auch in meinen Salat rein oder in meinen Mozzarella-Salat. Ne? Wenn man Mozzarella so ein bisschen anrichtet mit Tomaten und ein bisschen Basilikum und dann noch leckere spanische Oliven dazu. Köstlich. Dann habe ich hier noch 2 Dosen Erbsen geholt. Sehr fein, auch von Gartenkrone. Habe ich auch immer da, weil man das einfach eben schnell zubereiten kann in Butter gewälzt oder wie man das nennt. Butter geschwenkt. Dann habe ich hier noch geholt Champignons. Ganze Köpfe, erste Wahl, auch von Gartenkrone. Ich habe noch eine Dose geholt. Es kann also sein, dass zwischendurch noch einmal ein Produkt auftaucht. Das werde ich euch dann nicht mehr zeigen, sondern lege es dann einfach in den Schrank hinein. Brechbohnen. Auch schnell gemacht. Und ich mag es gerne mit Zwiebeln, Knoblauch. Wie nennt man das auf Deutsch? Sacinino. Auf Kroatisch, Deutsch, weiß ich nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Also zusammen gewürzt und so weiter. Zusammengewürzt. Mariniert heißt es auch nicht. Sacchini. Keine Ahnung. Dann habe ich noch geholt 4 Pakete Haarmilch. Mit 1,5% Fett. Ich trinke kaum Milch. Ich weiche lieber rüber auf Hafermilch oder auf Sojamilch. Habe ich die jetzt da? Ja, zum Beispiel von Alpro Soja. Trinke ich gerne mit meinem Kaffee.
Und weil ich das einfach besser vertrage, Milch macht irgendwie, da bekomme ich immer so ein Völlegefühl danach. Ich weiß auch nicht. Die Milch brauchen wir einfach für den Kakao oder für Milch mit Honig oder für Grießbrei, Milchreis und solche Geschichten. Genau, dann habe ich noch mitgenommen 2 Pakete von diesem Zuckermais. Das war aber im Lidl. Dann habe ich noch mitgenommen Risotto Fertiggericht mit Käse und Fertiggericht mit Gemüse von Cucina. Ja, eigentlich esse ich so Fertiggerichte nicht so gerne, weil sie einfach nicht meinem Geschmack entsprechen. Die sind entweder zu stark gewürzt oder haben halt sehr viele Geschmacksverstärker in sich. Aber ist mir ganz egal, ehrlich gesagt. Es ist immer gut, wenn irgendetwas da ist, was man in Notfällen auf die Schnelle zubereiten kann. Dann ein Paket Weizenmehl, weil ich nur Vollkornmehl da habe. Und Weizenmehl gehört einfach zur Grundausstattung, wie ich finde. Dann habe ich hier eine Packung Spaghetti mitgenommen. Meine Kinder mögen Spaghetti irgendwie lieber als die anderen Sorten, wie zum Beispiel Fusilli, Rigatoni, Spiralnudeln und so weiter. Ich vermute einfach, dass man mit Spaghetti viel mehr anstellen kann als mit gewöhnlichen Nudeln. Und dann habe ich noch ein Glas Wachsbrechbohnen geholt von Gartenkrone, fein und jung. Auch die gleiche Geschichte, es geht schnell, schnell zuzubereiten. Und dazu noch 2 Pakete passierte Tomaten. Kann man auch immer super wunderbare Soßen rausmachen. Dann habe ich noch 3 Pakete Schlagsahne geholt von Melfina. Und ja, damit kann man einfach auch wunderbare Soßen zaubern. Und das gehört einfach auch zur Grundausstattung. Geflügelwiener. Geflügelwiener. Wir essen eigentlich eher selten Schweinefleisch, beziehungsweise eigentlich fast gar nicht. Ja, ich beschränke mich dann auf Putenfleisch. Kann man auch wunderbare kleine Snacks daraus machen, mit Beilagen, mit Gemüsebeilagen und so weiter. Oder man kann damit auch Hotdogs machen, was meine Kinder auch sehr, sehr gerne mögen. Dann 2 Pakete von Früchtchen, Fruchtmus, Apfel, Banane von Sweet Valley. Das sind diese kleinen Quetschtuben. Ja, und lege ich meinen Kindern meistens in die Butterbrotsoße als kleinen Nachtisch. Dazu dann noch wir nennen das Schmelzkäse von Alpenmarkt. Leicht. Dazu brauche ich jetzt nicht viel zu sagen. Doch, man kann es natürlich auf Brot schmieren oder zum Kochen verwenden. Dann 2 Becher fettarmen Joghurt. 1,5% Fett. Haben wir immer da. Und machen daraus ja, Müsli oder so ganz normalen Naturjoghurt, gemischt mit ein bisschen Schokostreusel. Das mögen meine Kinder sehr gerne. Oder aber auch so mit einem kleinen Löffel Marmelade gemischt oder halt mit Früchten gemischt. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Man kann auch Joghurt mit Speisequark mischen, damit das Ganze ein bisschen fester wird. Und was ich noch dazu mitgenommen habe, sind Heidelbeeren. Die essen meine Kinder auch ganz, ganz gerne. Entweder so oder halt gemischt mit Joghurt. Dann habe ich hier von meiner Metzgerei frische Vesper-Mettwurst fett reduziert. Dann 2-mal Putenbrustaufschnitt. Dann 1-mal Käse-Salami. Also Salami mit Käserand, mild geräuchert. Dann einen Gouda, einen leichten Gouda von meiner Käsetheke. Ich achte eigentlich gar nicht auf die Markennamen, von daher
Jetzt, wenn ich mich darauf konzentriere, dann meine Käsetheke. Das ist wohl der Firmenname. Dann kann Werner, herzhaft delikat, dänischer Schnittkäse. Und falls ich mal wieder schnell gehen muss, ist klar, habe ich Reibekäse geholt. Normalerweise ist es so, wir haben ja noch ein Stück Käse und dann reiben wir uns das frisch zurecht. Aber wie gesagt, wenn es schnell gehen muss, Reibekäse fertig. Dann von Divinus Käse in Salzlake gereift, in leicht. Nutze ich für Salate. Dann einmal Hackfleisch und frische Putenmini-Steaks. Ich hole mir das Fleisch ehrlich gesagt lieber vom Fleischer meines Vertrauens. Ja, trotzdem, ich war halt im Aldi, hab's halt mitgenommen, weil wir heute Abend Frikadellen machen wollen und davon mache ich mir noch einen Salat. Beim Fleisch bin ich so ein bisschen pingelig. Ich mag nicht so gerne Fleisch, aber meinen Kindern biete ich es an. Und ich kaufe auch nicht so unbedingt so gerne Fleisch, abgepacktes Fleisch, dann lieber vom Metzger oder vom Markt. Dann habe ich hier einmal Pizzateig geholt mit Tomatensauce. Meine Kinder haben da so großen Spaß dran, um ihre eigene Pizza zu kreieren. Ja, und deswegen habe ich es mitgenommen. Ein Trinkjoghurt von Desira in Pfirsich Maracuja. Und das war im Angebot. Ich glaube, das kostet 89 Cent. Preis blende ich ein. Und zwar Haferkraft von Corny mit Cranberry und Kürbiskernen. Schwäbische Maultaschen von Landvogt. Ja, auch sehr schnell zuzubereiten. Einfach mit Tomatensauce servieren oder mit Käse überbacken. Dann Kräuterbutter von Melfina, von C-Kohl, Rohrreinigergel, haben wir auch für alle Fälle. Dann Geschirrreiniger-Tab von Alio für Spülmaschinen komplett. Ich nutze auch keinen Klarspüler, ich nutze halt nur diese Tabs und komme damit sehr, sehr gut klar. Die mussten auch mit, weil meine Tochter letztens beim Bäcker eine haben wollte und das sind Bio-Brezeln von Alpenküche. 10 große Brezeln. Das sind die, das sind jetzt nicht die weichen, die man aufbacken muss, sondern die nach Salzstangen schmecken. Dann Mini Dreamy von Chocur. Das ist ein Dupe zu den Milky Ways. Ich möchte nämlich Milky Ways Muffins machen. Dann habe ich noch 10 Eier geholt von Landwog und zwar aus Freilandhaltung. 2 Köpfe Eisbergsalat, dann Mini-Datteltomaten, Bananen und Äpfel habe ich geholt und zwar die Krummdinger. Krumm in der Form, makellos im Geschmack. Senf von der Marke Kim. 2 Pakete Kosmetiktücher von Phuket haben wir auch immer da. Jeder von uns hat eine Kosmetikbox auf dem Nachtschränkchen stehen. Dann 3 rote Paprika, Biomöhren, dann Pazifik Wildlachsfilet von Almare, 2 Pakete, dann ein Paket Chicken Nuggets, Hähnchen Chicken Nuggets von der Firma Feine Landküche, auch auf die Schnelle. Und auch wenn es sehr schnell gehen muss, Hähnchen geschnetzelt, das 2 Pakete. Von Spree Feinkost. Da kann man einfach wunderbare Reispfanne eben schnell zubereiten oder man kann zum Beispiel diese Fladenbrote nehmen, aufschneiden und dann mit Salat und Geschnetzeltes füllen. Dann noch 2 Salatgurken, dann ein 6er-Pack stilles Wasser und noch ein 6er-Pack im Medium
Und zwar in den 0,5 Liter Flaschen für meine Kinder für die Schule. Ich mache das aber immer so, dass ich den Kindern die erste Flasche mitgebe und für die nächsten 1-2 Tage fülle ich die wieder auf mit normalem Wasser aus der großen Flasche, gefrorene Himbeeren von Gartenkrone, weil ich die mir immer in mein Porridge mit reinmische. Das war mein Aldi-Einkauf. Ich habe noch einen 6er-Pack Sprudelwasser mitgenommen und jetzt gehen wir einfach mal rüber nach Lidl. Im Lidl habe ich gekauft 2x Zuckermais gekocht von der Firma Uercasa. Einfach für meine Kinder, die mögen das gerne zum Abendessen noch als kleine Beilage zum Abknabbern. Mein Mann hat sich geholt, die haben jetzt übrigens im Lidl amerikanische Wochen und da sind wirklich ganz, ganz leckere Sachen dabei. Mein Mann hat sich geholt eine Hamburgersoße von McKennedy. Und ich habe für uns alle Mikrowellenpopcorn geholt. Mein Mann und auch meine Kinder mögen gerne diesen Sandwich Toast. Ist in der Vollkornvariante. Amerikanisches Sandwich Toast. Und das kann man auch sehr gut machen zum, wie nennt man die Dinger? In den Sandwich Maker. Einfach mit Käse belegen oder mit Salami und dann schön anbacken. Und zu guter Letzt habe ich noch im Lidl mitgenommen ein WC-Reiniger, WC-Fit in der Duftrichtung Lavendel. Das war mein Einkauf im Lidl und im Aldi. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann halt nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.